Herzlich willkommen zum neuen Video von kreativekiste.de. Heute mal wieder eine kleine SPS-Steuerung. Heute soll die Fischertechnik eben diese bunten Smarties sortieren. Und weil die Fischertechnik das nicht alleine kann, habe ich es mit AKYTECH eben programmiert, wo hier die Regelung übernimmt. Ich möchte euch mal ganz kurz vorstellen. Ich drücke also diesen Knopf hier. Der Kompressor geht an und der Farbsensor fährt hoch. Ist der Korb direkt unter dem Farbsensor, geht der Farbsensor darunter. In der Zeit ist schon dieser Korb hier, wo es nachher hochtransportiert, in die richtige Richtung gefahren. Jetzt bewegt sich der Korb also in diese Richtung, bis der Lichtsensor erkennt, dass er am Ende ist. Jetzt wird eben das Smarties abgeladen in den Korb rein. Und der Lichtsensor hat es erkannt, fährt also zurück, gleichzeitig auch nicht ganz getroffen. Gleichzeitig fährt der Korb also hoch, wird hier eingeladen, grün ist ganz links. Das heißt, er müsste jetzt ganz nach links fahren. Würde jetzt also hier einen kleinen Haufen mit grünen Smarties anfangen. Der Schieber fährt hoch. Gleichzeitig ist der Korb hinten angekommen und stoppt. Der Arm fährt zurück. Der Kompressor geht aus. Der Schieber fährt runter. Ich habe das deswegen mal gebaut. Ich habe schon jetzt viel mit A-Curves und Tech gemacht, aber noch nie Multitasking, also wo ganz viele Dinge auf einmal passieren, gleichzeitig passieren und nicht nur nacheinander. Hat sich super programmieren lassen, war sehr übersichtlich, vor allem durch die Variablen hat es sehr gut gepasst. Machen wir ein blaues Smarty-Mögchen. Ich drücke also hier, der Korb fährt wieder los, Kompressor geht hoch. Und das Förderband ist jetzt eben hier durch diese Lichtschranke hier gefahren, bleibt also stehen. Farbe wurde erkannt, fährt wieder rüber. Nochmal kurz zur AKY. Wie gesagt, ich wollte mal probieren, wenn Prozesse gleichzeitig abläufen, wie schnell der Bus das erkennt, wie schnell er Daten übermittelt, wie gut es einfach alles funktioniert. Genau, schauen wir es uns, wenn das Smart jetzt an ist, dann einfach nochmal schön an. Oh, das ist das Einzige, was nicht so funktioniert. Irgendwie trifft er nicht den Korb da, aber das ist eher ein Fischertechnikproblem. Geht jetzt also wieder hin, sortiert das Smarty. Diesmal ein blaues. Blau müsste halb sein. Genau, jetzt sieht man also, dass er bei halb stehen bleibt. Jetzt nehmen wir danach mal ein rotes. Rot müsste ganz rechts, ganz links oder ja, ganz rechts eben sein. Man sieht also, er fährt wieder zurück. Es gibt hier also verschiedene Dinge. Es gibt also einen Kompressor, der ein Magnetventil steuert, wo eben diesen Farbsensor hochhebt. Ein Endschalter, der den Korb eben zurückfährt, eine Lichtschranke, die das eben vorne erkennt, eine Lichtschranke. Dann habe ich einen Zähler eingebaut. Der Zähler zählt eben hier diese Zahngrenze mit und besagt eben nach 20 oder 40, wann er aufhören muss. Genau, machen wir noch schön das Rote. Oh, das liegt nicht sauber drin. Sodele. Genau, der Zähler zählt eben mit, wie oft sich dieser Kranz gedreht hat und fährt dann eben in die passende Richtung. Genau, dafür sind die Zählereingänge sehr gut geeignet. Man sieht es auch ein bisschen nachher dann gleich, wie es blinkt. So, das Smarty fällt jetzt also wieder nach unten, diesmal hoffentlich direkt in den Korb rein. Genau, diesmal hat es gepasst, also in den Korb rein. Fährt dann nach oben, man sieht auch hier das grüne Licht und das rote Licht, was dann jetzt im Wechsel dann immer angeht. Hier eben die LED für die Lichtschranke. Es war teilweise, musste man es probieren, bis es funktioniert hat. Jetzt wird eben ganz darüber, jetzt sieht man auch nochmal den Schieber, der jetzt gleich aufmacht. Genau, auf den Haufen sortiert und eben gleichzeitig runterfährt, zurückfährt. Hier hat es einen Endschalter dran, der den Schieber erkennt und eben die Ausgangsposition wieder zurück. Genau, jetzt schauen wir uns das Ganze mal kurz noch auf der AKY mit den LEDs an. Man sieht jetzt zum Beispiel, wenn ich jetzt den Turm drehe, sieht man es bei der LED 5, sieht man eben diesen Zählereingang, der hier zählt. Genau. So sieht das ganze Programm jetzt eben dann in der ALP-Software aus und ich mache das Ganze mal ein bisschen kleiner, dass man das Ganze mal sieht, was ich so gut finde daran eigentlich. Ich habe jetzt hier verschiedene Programme. Man sieht hier einmal das Spindelprogramm, einmal die Verriegelung vom Spindelprogramm, die Förderkette und die Farberkennung, wo aus drei Programmen besteht, eben aus der Farberkennung, die Drehkransteuerung, der Auswurf und habe hier eben noch sonstige Programme, die ich eben so ein bisschen brauche. Und das finde ich jetzt genial, dass ich hier in der Übersicht schon sehe, welche Programme parallel ablaufen und welche nacheinander. Das Spindelprogramm und die Farbsortierung, die laufen parallel ab. Die habe ich jetzt in eigene Blöcke gemacht und die Motorverriegelung, die ist im Prinzip immer aktiv. Aber schauen wir es uns der Reihe nach an, dann kann man das auch sehr gut erkennen, was ich meine.
Ich habe hier eine Variable, die bedeutet eben Startprogramm. Das ist mein Taster am Eingang. Und dieses kleine Programm hier sorgt lediglich dafür, dass die Spindel, sollte sie um in der Mitte stehen, nach links zurückfährt. Und jetzt sieht man auch Startprogramm, damit mache ich verschiedene Aktionen hier. Und vor allem starte ich damit das Spindelprogramm. Gleichzeitig aber starte ich damit das Förderkettenprogramm. Das heißt, mit ALP ist es ziemlich einfach, verschiedene Prozesse gleichzeitig oder nacheinander ablaufen zu lassen. Das Förderkettenprogramm soll eben gleichzeitig mit dem Spindelprogramm laufen, denn ich starte das Förderband und lasse es so lange laufen, bis die Lichtschranke erkennt, dass eben dieser Korb an der richtigen Stelle ist. Und ist dieser Schritt erfüllt, dann gibt er die Freigabe hier eben über ein Trigger-Relais oder ein Trigger-Block, wo es sagt, ich habe mein Soll erfüllt, ich bleibe jetzt hier stehen und warte auf das Nächste. Warten auf das Nächste bedeutet jetzt hier, es wartet darauf, dass die Spindel ihr Programm fertig abgearbeitet hat. Was passiert hier? Die Spindel fährt also ganz nach links, wenn sie noch nicht da ist. Ansonsten fährt sie jetzt eben für eine gewisse Zeit nach rechts. Und jetzt kommt eben hier mit 6, 9 und 10 Sekunden, kommt jetzt eben hier dieses Hoch- und Runterfahren des Farbsensors. Ganz wichtig, ich darf den Farbsensor natürlich nur für ungefähr eine halbe Sekunde freigeben. In der Zeit, wo der Sensor unten ist, denn beim Hochfahren würde der Wert ja sonst verändert werden. Da drin muss es ganz dunkel sein, der Kamos darf nur die LED an sein. Man sieht jetzt auch hier schon schön, ist das alles abgeschlossen, fährt der Motor eben bis die Lichtschranke vom Spindelsensor sagt, ich bin angekommen, fährt dann wieder zurück bis zum Endschalter und wartet dort auf einen Neustart vom Programm. Im Prinzip habe ich jetzt diesen Teil hier abgeschlossen. Hier sieht man eben noch das Ventil und den Kompressor, wo eben ganz am Anfang mit gestartet wird. Ist die Spindel jetzt ganz vorgefahren, hat es Smarty ausgeladen, ist dieser Block für mich komplett erledigt und ich speichere das Ganze in Start-Förderband. Das Förderband ist mit diesem Programm hier also an der richtigen Stelle angekommen, wird hier gestartet. Ich habe hier meine beiden Ausgänge und habe hier eben Start-Förderband drin und über eine Oder-Funktion kann ich das beide eben starten. Lass es 12 Sekunden laufen, damit ist das Smarty ausgeleert. So. Erst wenn das alles hier erfüllt ist, darf es hier auch weitergehen. Das ist dann eben wieder hier jetzt durch eine Linie nach unten gemacht, weil es einfach einfacher war, als da jetzt nochmal eine Variable zu nehmen. So, jetzt kommt hier das Farberkennungsprogramm und das war das einzige, wo es so ein bisschen tricky war, wo ich eine Weile gebraucht habe, bis ich es raus hatte. Denn ich wollte immer sagen, zwischen 3000 und 3420 ist es die und die Farbe. Bis ich drauf gekommen bin, ich muss einfach sagen, wenn das und nicht und nicht und nicht und nicht das, beziehungsweise und die drei nicht, dann ist es die und die Farbe. Eigentlich total easy, aber war ein bisschen tricky. Nachdem die Farbe erkannt wurde und eben gespeichert wurde, in einem von diesen fünf Trigger-Blöcken, geht es also weiter. Ich muss jetzt meinen Drehkranz eben nach links oder nach rechts fahren und dazu verwende ich eben einen ganz einfachen Zähler. Ich zähle jetzt also 45 nach links oder 20 nach links, 20 nach rechts oder 45 nach rechts. Wird rot erkannt, bleibt er einfach in der Mitte stehen und es passiert gar nichts und öffnet dann im Prinzip einfach so die Luke. Man sieht hier Arm nach rechts und Arm nach links. Habe ich deswegen gemacht, weil ich das Zurückfahren in diesem Block hier eben komplett gelöst habe. Und deswegen hier einfach Arm nach links und Arm nach rechts. Mit Start im Programm resette ich das, über den Endschalter stoppe ich das Ganze dann eben beim Zurückfahren. Hier sieht man das Arm links, Arm rechts. Genau. Dann sieht man hier eben das Öffnen von der Spindel, also eben über eine Einschaltverzögerung fahre ich die Spindel dann nach oben über eine feste Zeit, denn das weiß ich, wie lange es dauert. Das Runterfahren habe ich eben über den Endschalter gelöst, weil ich da nicht wollte, dass die Fischertechnik beschädigt wird, weil die Motoren doch recht kräftig sind. So, auch hier resette ich den Block mir, habe ich es ganz einfach gemacht, über Startprogramm, 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 denn die dürfen ja ruhig alle anbleiben erstmal. Klar, wenn man sagen würde, man möchte es immer mehr machen oder dass man sobald wieder eins da wäre, sofort startet, müssen wir es anders machen, aber in diesem Fall ist das super. Jetzt ist die Sortierung also fertig, speichere ich auch wieder eine Variable, wo man dann auf dem Display anzeigen kann. So, gehen wir noch ganz nach links bei Sonnenstehprogramme.
Ich habe hier mir ein Makro erstellt, das ich eigentlich jedes Mal mache, eben für die Erkennung der Netzwerkeingänge, für die Tastereingänge. Das habe ich hier gemacht. Nichts Besonderes habe ich in fast jedem Programm drin. Danach eben mein Sensor Farbe, der Spindelsensor, das Startprogramm eben noch, wo ich in der Netzwerkvariable speichere, um das weitergeben zu können. Genau, das Startprogramm, wo ich eben noch spezielle Reset-Funktionen hatte und eben hier unten noch einen kleinen Block mit einem Makro, wo ich eben die Sortierung für Lampe grün und Lampe rot eben habe, wo grün und rot eben bedeutet in Betrieb oder warte auf ein neues Teil. So, ich hoffe, das Video hat euch gefallen und ich konnte euch die Software AK bzw. ALP ein bisschen näher bringen. Ich muss echt sagen, mich hat es total begeistert, ein bisschen größeres Projekt mal zu machen und es war wirklich für mich jetzt relativ einfach, muss ich sagen. Und ich muss noch mal sagen, die Übersicht gefällt mir so arg gut. Jetzt sieht man es schlecht, ich weiß, aber diese Übersicht zu haben, diese klaren Abläufe zu haben von den verschiedenen Programmen, die eben von links nach rechts einzelne Programme sind und von oben nach unten eben die verschiedenen Abläufe. Also mehr als gelungen, gefällt mir sehr gut und ich denke, ich werde die nächsten Tage oder die nächsten Monate nochmal ein Video machen. So, vielen Dank fürs Zuschauen und ich hoffe, euch hilft es ein bisschen beim Kreativsein und weiter basteln.